pünktlich zum Mittagsläuten, aber natürlich nicht pünktlich wie eingeladen. Darf ich Sie ganz herzlich begrüßen und mich auch schon für Ihre Geduld bedanken zu unserer Abschlusspressekonferenz im Rahmen unserer Herbstklausur. Die Grüne Landtagsfraktion war ja in Adelsried und jetzt kommen wir eben aus Augsburg vom Rathausplatz von einer riesigen Fridays for Future-Demo, die uns wirklich begeistert hat, sehr gut besucht, und ich freue mich, dass Katrin Göring-Eckardt bei uns ist, unsere Bundestagsfraktionsvorsitzende als Gast. Wir haben wie immer unseren Fraktionsvorsitzenden Ludwig Hartmann hier bei der Abschlusspressekonferenz und unseren wichtigen Klimamann Martin Stümpfig, unser energiepolitischer Sprecher, der etwas sagen wird zu einem Papier, das wir heute beschlossen haben. Das erste Wort hat Ludwig Hartmann. Ja, also vielen Dank für Ihr Interesse. Also wir kommen ja gerade von der Demo in Augsburg und das war jetzt wirklich beeindruckend, wenn man sich vorstellt, eigentlich faktisch am gleichen Tag weltweit demonstrieren Menschen den ganzen Planeten für konkrete Klimaschutzmaßnahmen, die endlich vorangebracht werden müssen. Und in Augsburg hat man so schön gesehen, dass es wirklich generationsübergreifend stattfindet. Wir haben wirklich von ganz jungen Teilnehmern bis zu wirklich ja, Großeltern, die mit Schildern dort stehen und für eine, ja, dafür eintreten, dass es endlich eine Politik gibt, die die Lebensgrundlagen für ihre Enkelkinder auch wirklich schützt und jetzt endlich hart umsteuert, um auch den CO2-Ausstoß deutlich zu reduzieren. Und wir haben ja in den letzten Wochen viel über Klimaschutzmaßnahmen in der Politik gehört. Und wir haben auf der Fraktionstagung lange darüber beraten, über diese Themen, und immer wieder festgestellt, ganz entscheidend ist wirklich Maßnahmen zu finden, auch die schweren, großen Brocken jetzt endlich anzugehen und nicht Klimaschutzmaßnahmen in den Raum zu stellen, wie es ja gerade die Söder-Regierung praktisch Tätigkeit macht, eine reine Wohlfühl-Klimaschutzpolitik. Das wird allein nicht funktionieren. Wir brauchen da wirklich ein hartes Umsteuern, und das heißt für uns auch die großen Bausteine endlich anpacken und vor allem eine Klimaschutzpolitik, die auch in Bayern konkrete Maßnahmen voranbringt. Also nicht immer die Verantwortung, das ist ja die neue Spezialität von Markus Söder, man schiebt die Verantwortung nach Berlin oder Brüssel. Entscheidend ist, dass man eigentlich hier und heute in Bayern die Weichen anders stellt, um wirklich eine Klimaschutzpolitik zu bekommen, die ihren Namen auch verdient. Und wir brauchen auch vor allem eine Klimaschutzpolitik, ja, Klimaschutz wollen wir serienmäßig denken und nicht in Pilotprojekten. Das heißt für uns wirklich bei allen Entscheidungen immer zu schauen, was ist, wie muss die Entscheidung ausgelegt werden, damit sie wirklich ja dem Klimaschutz hilft und uns da voranbringt. Wir haben ganz konkrete Maßnahmen auf den Weg gebracht. Martin Stümpfig wird die nachher nochmal ausführlich darstellen. Ich möchte nochmal drei aufrufen. Drei ganz konkrete Maßnahmen, auch diesen großen Brocken in Bayern endlich anzugehen, indem man die 10H, also das Bayerische Windkraftverhinderungsgesetz, endlich rückgängig macht. Bayern hat das Gesetz so scharf eingeführt wie kein anderes Bundesland, hat den Ausbau der sicheren, sauberen Energieform der Windkraft zum Erliegen gebracht. Für uns ist klar, die Regelung muss umgehend zurückgenommen werden. Das wäre eine unserer Sofortmaßnahmen, die wir übrigens jetzt umgehend umsetzen könnten. Das könnte dann bis Weihnachten bereits vollzogen sein und dann hätten wir im nächsten Jahr durchaus wieder Chance, die Windkraft in Bayern voranzubringen. Eine weitere Maßnahme, auch ganz konkret in Bayern. Bayern hat relativ viele Moorgebiete, die trockengelegt worden sind, endlich die Moore wieder renaturieren. Das kann ein gigantischer CO2-Speicher in Bayern werden. Da müssen wir umgehend jetzt die Weichen aufstellen, dass wir an die Flächen herankommen und uns auch Maßnahmen überlegen, das mit den Landwirten gemeinsam umzusetzen. Keine Klimaschutzmaßnahme ist so günstig und hat so schnell Erfolg wie die Renaturierung von Mooren. Und da kann Bayern einen gewaltigen Beitrag leisten, können wir hier ganz konkret jetzt und heute in Bayern handeln. Und die dritte Maßnahme, die wir auch bis Weihnachten auf den Weg bringen möchten, ist, einen neuen Schub für den Sonnenstrom in Bayern voranzubringen, also wirklich auch Bayern zum Land des Sonnenstromes zu machen. Und das heißt für uns, in der Bayerischen Bauordnung eine Pflicht bei Neubauten einzuführen, wirklich den Sonnenstrom auch ja, zu nutzen, also die Pflicht, Solaranlagen zu bauen bei Neubauten, kann man in der Bayerischen Bauordnung einführen, könnten wir auch umgehend auf den Weg bringen. Und bei den Solarsachen gehört bei uns auch noch dazu, an allen bayerischen Schulen, das sind ungefähr 4.800 Solaranlagen aufs Dach zu setzen, damit auch unsere Schülerinnen und Schüler, die sich ja gerade aktiv beteiligen bei den Klimaprotesten, dass man auch einfach sieht, wie die Energieversorgung der Zukunft aussieht, dass Strom vom Dach von der Sonne kommt und da könnte Bayern durchaus gut vorangehen, könnte man konkret umsetzen. Das heißt, die großen Brocken anpacken, all die vielen kleinen Maßnahmen. Da wird gerade viel, was auch auf Bundes- oder auf Landesebene diskutiert wird von den Regierungen, hat man das Gefühl, das ist so eine Politik der Pilotprojekte und ein paar Einzelmaßnahmen. Aber wie vorher schon gesagt, wir wollen Klimaschutz serienmäßig in der Politik umsetzen und vor allem in Bayern. Wir hatten auf der Klausur, neben dem Thema Klimaschutz, haben wir uns ja intensiv in den letzten 2 Tagen mit dem Thema Zusammenhalt
auseinandergesetzt, haben da mehrere Papiere verabschiedet. Und da geht es bei uns darum, wirklich im gesamten Land für mehr Zusammenhalt zu sorgen zwischen Stadt und Land. Und da ganz konkret mal zwei Beispiele rauszugreifen. Wir haben einmal das Wohnprojekt Blumenthal bei Augsburg besucht. Das ist eine alternative Wohnform. Da haben sich mehrere Menschen zusammengetan und haben dort ein altes Schloss, kann man schon sagen, saniert in der Form. Da wohnen jetzt 42 Menschen wohnen dort. Und das ist wirklich so jung und alt zusammen. Man ergänzt sich gegenseitig, ein ganz spannendes Projekt. Auch da würden wir uns wünschen, dass der Freistaat bei staatlichen Liegenschaften und vielleicht auch mal Gespräche mit der Kirche sucht, die ja oft ein leerstehendes Kloster haben zum Beispiel, um solche Projekte in Bayern besser voranzubringen. Ein zweiter ganz entscheidender Bereich, das ist die Innenentwicklung unserer vielen Dörfer in Bayern. Ich glaube, jeder kennt das Bild, wenn man mit offenen Augen durch Bayern fährt, dass wir immer wieder Ortschaften haben, wo die Ortskerne wirklich ausgeblutet sind, wo Leerstand ist, wo eigentlich die weitere Entwicklung nur auf der grünen Wiese an der Umgehungsstraße stattfindet. Da wünschen wir uns eine Politik, die die Ortskerne stärkt, die Entwicklung an der Umgehungsstraße im Außenbereich, dass die deutlich eingedämmt wird und wir wirklich Maßnahmen finden, wieder Leben in den Ortskern zu bringen, da wo das Herz einer starken Dorfgemeinschaft schlägt. Und all diese Sachen kann man auch konkret voranbringen, da haben wir umfangreiche Papiere beschlossen, das wurden ja bereits auch ausgeteilt. Ich möchte zum Schluss nochmal sagen, dass es ganz wichtig ist, wirklich diesen Schwung, den die Demos heute in der ganzen Welt zeigen, dass die Menschen eine andere Politik wünschen, dass man dieses wirklich aufgreift und das wirklich in konkrete Maßnahmen in Bayern in der Politik enden muss. Und ich würde eigentlich erwarten, dass die Staatsregierung Markus Söder in den nächsten Tagen auch eine Regierungserklärung abgeben wird zum Thema Klimaschutz und die konkreten Maßnahmen benennt, was er gedenkt, in diesem reichen, schönen Bundesland Bayern auf den Weg zu bringen, und wir dort auch weiterhin dann im Wettkampf der Ideen stehen, wie wir wirklich möglichst zügig guten Klimaschutz in Bayern voranbringen können. Ja, herzlichen Dank, Ludwig Hartmann, und der Hinweis, die Journalistinnen und Journalisten hier im Raum haben alle Papiere, die auf der Klausur beschlossen wurden, in ihre Pressemappe, und wer uns im Stream folgt, alle Papiere stehen auf unserer Website www.grüne-fraktion-bayern.de zum Abruf bereit, inklusive des heute beschlossenen Klimapapiers, Sofortprogramm für Bayern, das wir auch noch vorstellen werden. Jetzt aber der Blick nach Berlin mit Katrin Göring-Eckardt. Ja, die besten Klimaschutzvorschläge kommen heute in erster Linie mal aus Bayern. Und das hören wir ja jetzt schon ein paar Wochen, dass es ganz überraschend ist, wie viele Vorschläge aus Bayern kommen. Allerdings sind das jetzt Vorschläge, die nicht einfach nur Bekenntnisse sind, sondern es sind Beschlüsse, wo man sofort handeln kann. Und das ist das Entscheidende, dass wir jetzt handeln. Die Bundesregierung sitzt jetzt seit vielen, vielen Stunden Tag und Nacht und versucht das aufzuholen, was sie in dem Chaos und in dem viel zu langsam und viel zu spät der letzten Tage, der letzten Woche, der letzten Monate und im Grunde genommen auch die letzten Jahre nicht auf die Reihe gekriegt haben. Wir kennen die Beschlüsse der Bundesregierung noch nicht, wir kennen die Beschlüsse des Klimakabinetts noch nicht, aber das Entscheidende wird sein: erstens wird wirklich CO2 eingespart, sodass die Klimaschutzziele von Paris zu erreichen sind. Zweitens wird wirklich dafür gesorgt, dass es überprüfbar ist. Und drittens fangen Sie auch wirklich jetzt sofort an. Und diese drei Kriterien müssen gelten. Wir müssen in allen Bereichen sofort anfangen. Wir müssen in der Landwirtschaft raus aus der Massentierhaltung und dafür sorgen, dass wir mit einer Landwirtschaft ohne Gift und mit Tierwohl, was am Ende auch den Menschen und der Natur nützt, in Zukunft arbeiten. Wir brauchen die Verkehrswende, also angefangen davon, dass wir selbstverständlich alte Bahnstrecken wieder reaktivieren müssen, bis zu einem öffentlichen Nahverkehr, der diesen Namen verdient, mit einer echten Mobilitätsgarantie, bis hin natürlich auch zur Elektromobilität. Aber nur ein paar Förderprogramme für ein bisschen mehr Elektromobilität, das wird es nicht bringen, sondern wir brauchen eine echte Verkehrswende. Wir müssen dafür sorgen, dass wir die Gebäude in unserem Land so sanieren und wärmedämmen, dass sie ein echter Beitrag sind für den Klimaschutz und gegen die Klimakrise. Und das geht bis hin zur Stadtentwicklung. Deswegen finde ich übrigens das Zusammendenken von Entwicklung in Stadt und Land und der Frage, was machen wir eigentlich mit den Dörfern, mit den Ortskernen und dem Klimaschutz, so relevant. Das ist nämlich nicht irgendwie zwei Themen, die nichts miteinander zu tun haben, sondern das verknüpft sich, gerade wenn man an die Bereiche denkt, die am Rand der großen Städte sind, die zu dem sogenannten Speckgürtel gehören, oder eben auch die Bereiche, die weiter weg sind, wo die Frage ist, haben wir hier so viel Lebensqualität plus das schnelle Internet, dass man die Pendelei oder das Ziehen in die Städte gar nicht mehr braucht. Wir haben weltweit
riesige Demonstrationen an diesem Tag. Und wir erleben, dass junge Leute, alte Leute, die mittlere Generation, die Eltern, die Großeltern, ich habe 5 Enkelkinder, ich weiß, wovon ich rede, unterwegs sind und sagen, wir machen euch jetzt Druck. Und das Versprechen, wir hören nicht auf, bis ihr nachvollziehbare, realistische, radikal-realistische Maßnahmen auf den Tisch legt. Das ist eine große Ermutigung, aber dieser Druck von der Straße, der muss sich eben jetzt auch in Maßnahmen zeigen. Nehmen wir sowas wie die klimaschädlichen Subventionen. Wir sind gerade in Berlin in den Haushaltsverhandlungen. Die klimaschädlichen Subventionen stehen alle immer noch drin. Angefangen vom Flugbenzin bis hin zur Förderung von Ölheizungen, die eigentlich verboten werden sollen. Wenn man sich das anschaut, dann sieht man auch ein bisschen, was in den letzten Jahren alles versäumt worden ist. Wir werden, wenn die Bundesregierung ihre Sachen auf den Tisch legt, sie nicht nur bewerten, sondern wir sind auch bereit, darüber zu reden, ob man Maßnahmen mitentwickeln kann, ob man Maßnahmen mitbeschließen kann, wenn sie gut sind und wenn sie den Kriterien sofort in Richtung der Klimaschutzziele nachvollziehbar, übrigens auch überprüfbar, erfüllen. Aber wir haben natürlich auch eigene Vorschläge. Wir haben gerade unsere Klausur vor 2 Wochen gehabt und haben damit 72 Vorschlägen, die wir gemacht haben, für die Bereiche, über die hier auch gesprochen worden sind. Beispielsweise ein Moorprogramm. Das kann man landesweit machen. Noch besser wäre es natürlich, wenn man es bundesweit machen würde, weil das sind die größten CO2-Speicher, die wir haben. Und wir haben massenweise ausgetrocknete Moore. Das hat mit der Dürre zu tun, das hat natürlich auch mit der Landwirtschaftspolitik zu tun. Also das wäre einer dieser großen Punkte, wo man sagen kann, ja, das geht, das kann man bundesweit machen, man kann bundesweit Milliarden zur Verfügung stellen, damit klar ist, bei der Gebäudesanierung geht es jetzt sehr schnell. Und deswegen will ich noch eins sagen zu der Frage, wo soll eigentlich das Geld herkommen? Wir können jetzt uns nicht mehr leisten zu sagen, wir schauen mal, ob es irgendwie im Rahmen der Haushaltsverhandlungen geht. Die Schulden, die wir heute aufhäufen beim Klima, das ist das, was wir den kommenden Generationen überhelfen. Das sind die Schulden von morgen, und zwar sowohl finanziell, weil der Ausgleich, die Maßnahmen, die man dann ergreifen muss, viel, viel teurer werden. Und aber natürlich auch machen wir uns schuldig an der Natur und an den kommenden Generationen. Deswegen hat es mich auch nicht gewundert, dass heute in Augsburg viele Eltern mit ganz kleinen Kindern unterwegs gewesen sind und die gesagt haben, wir machen das auch für die, für unsere Kinder und natürlich dann auch für unsere Enkel. Insofern, die Bundesregierung muss jetzt endlich Tacheles reden. Sie muss sich jetzt endlich bekennen zu wirksamen Maßnahmen, vom CO2-Preis angefangen bis hin zu anfangen in allen Sektoren. Das ist das Entscheidende. Überall anfangen, nachprüfbar anfangen und dafür sorgen, dass wir Maßnahmen haben, mit denen wir die Klimaschutzziele tatsächlich erreichen können. Das verlangen die Menschen auf der Straße heute, weltweit, aber das verlangt einfach auch die Realität. Wenn wir da keine Antwort haben, wenn wir keine Antwort geben, dann versündigen wir uns an der Zukunft. Vielen Dank, Katrin Göring-Eckert. Und wir warten noch auf die konkreten Maßnahmen aus Berlin, wissen aber schon, was wir in Bayern konkret tun müssten. Bitte, Martin Stumpf. Ja, also wir haben heute auf unserer Klausur noch mal ein Sofortprogramm beschlossen. Sofortprogramm, was können wir denn bis Weihnachten wirklich in Bayern in die Wege leiten? Die Frau Katrin Göring-Eckert hat gerade noch mal klar gesagt, wir brauchen Sofortmaßnahmen. Wir brauchen natürlich auch die langfristigen. Also wir haben zum Beispiel ein Klimaschutzgesetz im Juli noch mal in den Bayerischen Landtag eingebracht, das natürlich den Rahmen bildet, die Grundlage bildet. Aber neben den langfristigen brauchen wir einfach auch die kurzfristigen, die Sofortmaßnahmen. Die Zeit läuft uns wirklich davon. Wir haben nur noch ein begrenztes CO2-Budget, um die Ziele von Paris einzuhalten. Und deswegen muss man jetzt wirklich sagen, den Schwung, den wir jetzt auch auf der Straße haben, den wir sehen heute in Augsburg, in München, überall in Bayern, weltweit gehen die Menschen auf die Straße. Sie fordern ein, dass jetzt wirklich Nägel mit Köpfen gemacht wird. Das fordern wir auch von Söder ein, nicht nur Ankündigungen. Und ergänzend noch, was Ludwig Hartmann schon gesagt hat, bei den Erneuerbaren und Energien ausbauen, müssen wir auch in dem großen Bereich Mobilität, das ist ja unser wirkliches Sorgenkind im Klimaschutz, dass man sagen, da steigen die CO2-Emissionen immer noch. Wir brauchen endlich eine Mobilitätsgarantie. Wir brauchen endlich für die Menschen in Bayern eine Alternative zum Auto. Das bieten wir, dass wir sagen, ÖPNV, öffentlicher Personennahverkehr von 5 Uhr morgens bis in die Nachtstunden hinein. Dann haben wir echte Alternativen. Der größte Bereich im CO2-Emissionen in Bayern ist aber immer noch die Wärme. Und
Hier brauchen wir endlich auch mal Sanierungsimpulse, die tatsächlich greifen, wo wir am Schluss sehen, ja, hier sparen wir CO2 ein. Das heißt, wir brauchen klare Mindeststandards für die Heizungssanierung. Wir wollen hier wirklich Fortschritte haben, genauso auch im kommunalen Bereich. 300 Millionen Euro soll der Freistaat jedes Jahr für eine Modernisierungsinitiative für die kommunalen Bauten einstellen. Wir haben da viel zu wenig, die Mittel sind viel zu gering. Von daher gesehen wirklich Nägel mit Köpfe machen. Und was uns auch ganz wichtig ist beim Mobilitätsbereich, sind zum Beispiel auch noch die Radschnellwege. Da sagt unser Ministerpräsident Söder, man muss schon wirklich etwas lachen darüber, 2 Pilotprojekte in Bayern. Wenn wir in andere Bundesländer schauen, haben die zig, also Hessen hat eine Autobahn, eine Radautobahn eröffnet von Frankfurt nach Darmstadt. Die haben 20, 25, 30 Radschnellwege mittlerweile und wir machen in Bayern Pilotprojekte für Radschnellwege, weil es für ihn anscheinend zu kompliziert ist. Also das kann es wirklich nicht sein. Unsere Maßnahmen liegen auf dem Tisch, wir haben eine ganze Schatztruhe an Maßnahmen, wir haben unzählige Anträge eingebracht. Da kann man sehr, sehr viel umsetzen. Die Subventionen streichen, wie eben schon von der Katrin erwähnt, zum Beispiel immer noch bei unserem Flughafen München die 3. Startbahn endlich verabschieden. Also da sind wirklich große Potenziale da. Mit unseren Sofortmaßnahmen, die wir bis Weihnachten wirklich umgesetzt sehen wollen, mit einem anständigen Klimagesetz können wir uns auf den Weg machen, die Ziele von Paris einzuhalten. Und das werden wir im Bayerischen Landtag lautstark einfordern.